Kommen wir heute zum achten Punkt, zum achten Teil der Serie, die 12 größten Fehler beim Businessplan. Das Thema heute betrifft wieder die Zahlen, nämlich der fehlenden eingeplanten Betriebsmittelreserve, abgekürzt heute hier BMR. Was bedeutet das? Du hast deine Umsatzplanung sinnvoll aufgestellt und du hast entsprechende Anfangsinvestitionen auch abgebildet. Doch tatsächlich weiß nicht nur der Banker, sondern auch jeder Unternehmensberater und gestandene Unternehmer, dass eine prognostizierte Absatzplanung in der Regel ein halbes Jahr später kommt und dann vielleicht auch nur zur Hälfte. Das bedeutet, du hast immer ein Risiko. Du glaubst zwar an deinen Erfolg, du glaubst zwar an deine Umsatz- und Absatzzahlen, aber du weißt nicht wirklich, ob diese eintreffen. Du kannst es auch niemandem garantieren. Weder dem Investor noch dem Banker oder deinem Vermieter. Das bedeutet also, in 6 Monaten wirst du deine Rechnung bezahlen müssen, auch wenn deine Umsatz- und Absatzplanung nicht wie geplant eintritt. Und für diesen Fall, für dieses Szenario gibt es genau auch die Risikoszenarienplanung. Also es gibt nicht nur einen Management-Style oder den Middle Case, sondern es gibt auch den Worst Case. Und der Worst Case sollte so finanziell abgesichert sein, dass du dennoch alle Kosten, alle Gehälter, auch mögliche Steuern zahlen kannst. Und dieser Finanzblock, diese prognostizierte Finanzierungsmittelplanung enthält dann die Betriebsmittelreserve, genannt auch die Liquiditätsreserve. Was bedeutet das ganz genau? Wenn du alle Investitionen getätigt hast, deine Webseite, dein Ladengeschäft steht, deine Mitarbeiter sind eingestellt, die entsprechenden Unternehmensrechtsforms gegründet, alles ist angemeldet und du hast deinen Markteintritt auch finanziert, dann sollte auf deinem Konto noch eine Geldsumme, ein Geldbetrag sein. Und dieser Geldbetrag kann 10, 50, 500.000 Euro betragen und stellt dann deine Betriebsmittelreserve da, nämlich für den Fall, dass deine Umsatz- und Absatzplanung nicht eintritt. Und das kann auf der einen Seite eine Krise, eine Pandemie sein. Das kann aber auch einfach ein Bauvorhaben sein, dass direkt vor dem Ladengeschäft eine Baustelle ausgehoben wird und die leider 6, 9 oder 12 Monate aktiv bleibt. Das Ergebnis ist, dass die Kunden dein Ladengeschäft nicht sehen oder dass die Gäste in deinem Restaurant sich nicht so wohl fühlen. Das bedeutet, dein Umsatz geht garantiert runter und überleben wirst du nur mit einer Reserve. Nichts Besonderes weiß schon der Fallschirmspringer, denn der hat nicht nur einen Schirm auf dem Rücken, sondern mindestens einen zweiten Reserveschirm vorne vor der Brust. Und genauso wie also ein Fallschirmspringer auch in das Flugzeug steigt, bist du eingeladen als Gründer, Unternehmer und Selbstständiger, deine Risikoszenarien zu ermitteln und vorzusorgen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Risikoszenarien zu entwickeln und dann auch durchzurechnen, wie viel Geld du bräuchtest, also wie viel Betriebsmittel du als Reserve benötigst, um auch die Worst-Case-Szenarien zu überleben, dann mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind darauf spezialisiert, auch diese Summen zu ermitteln, plausibel zu begründen und mit den entsprechenden Finanzierungs- und Fördermitteln auch abzubilden. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 9. Teil der Serie, die 12 größten Fehler beim Businessplan.